Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute habe ich meinen Lesemonat Februar für euch. Und ich muss sagen, die ersten 2 Monate des Jahres sind irgendwie unfassbar schnell vorbeigegangen. Ich kann gar nicht fassen, dass jetzt schon März ist. Krass. Es ist ja auch gerade eine sibirische Kältewelle angebrochen mit minus 12 Grad jede Nacht. Und das hat dazu geführt, oder was heißt das hat dazu geführt? Vorher bin ich auch noch krank geworden, also habe mich fett erkältet, grippaler Infekt. Der geht hier momentan nämlich auch irgendwie um. Also momentan kommt irgendwie alles aufeinander, was schön ist. Und genau, ich habe nämlich, ich war eine gute Woche krankgeschrieben Anfang vom Februar und dementsprechend habe ich auch in der Zeit dann, als ich irgendwann keinen Schüttel Frost mehr hatte und mich irgendwie nur noch ins Bett verkriechen wollte, habe ich dann doch ein bisschen mehr geschafft zu lesen. Und zwar sind es jetzt 5 Sachen, glaube ich, geworden. 5 Bücher und Hörbücher. Und ohne jetzt noch weiter auszuholen, erzähle ich euch mal, welche es waren. Und zwar habe ich angefangen mit Sophia, der Tod und ich von T.S. Ullmann. 320 Seiten und ein Rezensionsexemplar. Und das habe ich empfohlen bekommen von einer lieben Kollegin, die auch ganz viel liest und die hat erzählt so, oh, das ist ein richtig gutes Buch, irgendwie hatte irgendwie was, das ist mal was ganz anderes und so. Und ja, es hat mich auf jeden Fall sehr interessiert von der Beschreibung her. Und ich muss auch sagen, ich fand es auch echt ein bisschen merkwürdig, aber auch echt cool irgendwie. Also es hat so einen ganz nordischen, drögen Unterton oder Humor und das hat mir wirklich sehr gut gefallen als jetzt mittlerweile fast 8 Jahre lang in Hamburg Lebende. Aber worum geht es überhaupt? Es geht darum, dass der Tod klingelt und zwar beim Erzähler oder beziehungsweise der Tod erscheint dem Ich-Erzähler und er sagt ihm, ja, du hast nur noch 3 Minuten Zeit zu leben. Aber irgendwie ist dann dieses Mal doch alles anders. Also er ist gerade schon am Sterben, da klingelt auf einmal seine Ex-Freundin Sophia an der Tür und der Ich-Erzähler hat im Grunde die Chance, gemeinsam eben mit ja, der doch sehr ruppigen Sophia, auch so ein, und dem Tod natürlich, den hat er jetzt auch an der Backe, auf einen, im Grunde einen Roadtrip zu gehen und seine Mutter zu besuchen nochmal und seinen 7 Jahre alten Sohn möchte er auch unbedingt besuchen, den hat er quasi seit der Geburt auch nicht mehr gesehen. Er schreibt ihm zwar jeden Tag Postkarten, das ist richtig süß, das ist dann in dem Buch, sind auch, ich glaube, 2, 3, 4, ich weiß es nicht genau, etliche Postkarten quasi auch abgebildet, also gezeichnet und ich glaube auch vom Autor selbst und das hat echt einen totalen Charme, sieht richtig cool aus und also den hat er echt die letzten Jahre nicht gesehen, seine Mutter ist irgendwie, so eine reiche Schnöselin irgendwie, keine Ahnung. Und er ist halt so ein richtig bodenständiger, vielleicht auch nicht ganz so gut situierter Mann, der halt eigentlich, der braucht nicht viel, um glücklich zu sein, so, aber er ist auch sehr in sich gekehrt und er hat super viele Gedanken und auch spannende Gedanken, denen wir dann eben auch folgen, aber der lässt das irgendwie gar nicht so richtig raus. Und das macht es besonders spannend, weil man sich die ganze Zeit so fragt, so, okay, gut, ich verstehe jetzt und kann das nachvollziehen, was so deine Gedankengänge sind, aber die anderen um dich rum ja gar nicht. Und die sind teilweise ganz schön genervt von ihm und möchten, glaube ich, einfach mal packen und schütteln. Und dementsprechend ist es auch so ein bisschen natürlich ein Roman von, wie entwickle ich mich weiter oder was zählt wirklich im Leben und so. Das kann man, glaube ich, auf viele verschiedene Arten und in vielen verschiedenen Schichten lesen. Auf jeden Fall kriegt das Ganze noch so einen kleinen Action-Anteil, dadurch, dass der Tod um seinen Job und seine Existenz quasi so ein bisschen bangen muss in diesem Buch. Und es ist einfach ein total skurriler Roadtrip irgendwie und wirklich was für so Fischköppe. Also der Autor ist auch irgendwie ein norddeutscher Musiker. Ich fand, das hat einfach alles zueinander gepasst. Es las sich wirklich super schnell weg, hat eine trockene Art und Weise, aber macht wirklich ganz viel Spaß und deswegen würde ich dem Ganzen 5 Sterne geben. Als nächstes habe ich, wie gesagt, während der Grippe ein Buch gelesen, was mit 600 Seiten nicht zu den dünnsten gehört und was ich deswegen dummerweise ein bisschen vor mir hergeschoben habe. Das ist im letzten Oktober, bin ich der Meinung, erschienen. Und ja, jetzt habe ich es erst im Februar gelesen. Nichtsdestotrotz hat es mir unfassbar Spaß gemacht. Und zwar ist das Illuminar oder Illuminae. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich würde es einfach mal Illuminar sagen. Der Band Nummer 1 von 3, soweit ich weiß, die erscheinen werden, von Jay Kristoff und Amy Kaufman. Ist auch ein Rezensionsexemplar gewesen. Und es ist der Hammer. Das ist deswegen so cool, weil
das im Grunde so was heißt Illustration, kann man fast gar nicht sagen. Das ist einfach ein kleines Kunstwerk an sich, finde ich. Es besteht im Grunde aus einer Art Rückblick über Protokolle und hat dann aber an einigen Stellen passend zur Geschichte, ist man irgendwie im All zum Beispiel und alles, die gesamte Seite ist schwarz, bis auf die Flugbahn von einem Flieger quasi. Und das ist der Satz. Also die Flugbahn ist quasi ein Satz. Oder es gibt auch eine große fette Schlacht im Weltraum und dann stehen da so die verschiedenen Funksprüche quasi von den einzelnen Piloten. Und so durcheinander wie dieser Kampf ist, ist im Grunde auch diese Funksprüche durcheinander. Und die stehen irgendwie, der eine steht um 90 Grad gedreht, der nächste irgendwie als Block, der nächste als Zirkel und so weiter. Ist richtig cool gemacht. Und wie gesagt, dazwischen sind halt ganz, ganz viele so. Ja, Mitschriften von E-Mail-Verläufen, Protokolle von irgendwelchen Überwachungskameras und so. Ist richtig cool gemacht. Ja, Weltall habe ich schon gesagt. Also, es ist im Grunde ein Science-Fiction-Jugendroman und es geht um ein Paar, Katie und Ezra, und die leben in der Zukunft auf so einer Art Förderplaneten. Das ist quasi eine illegale Förderkolonie, die halt irgend so ein Material, was besonders wertvoll ist, aus diesem Planeten fördert und was halt von einem Unternehmen dort aufgebaut wurde, illegalerweise. Und eines Tages ist es eben so, dass dieser Planet angegriffen wird von einem konkurrierenden Unternehmen, die halt auch dieses Material fördern möchten. Und es ist wirklich ganz brutal, also komplett Bombardierung und Auslöschung der Bewohner. Es schaffen eigentlich nur wenige Bewohner, sich zu retten, und zwar auf drei verschiedene Raumschiffe. Das eine ist so eine Art Forschungsschiff. Das andere ist ein Versorgungsschiff mit Vorräten, glaube ich, drauf. Und das dritte ist halt ein, ich sag mal, so eine Art, nicht Polizeischiff, aber Armeeschiff, Militärschiff, was zufällig in der Nähe war und halt eingreift. Und dieses Schiff ist eben auch der Auslöser dafür, dass ich glaube, drei oder so von den vier angreifenden Schiffen von diesem Unternehmen halt zerstört werden. Aber eins überlebt halt noch und folgt denen und möchte natürlich alles daran setzen, dass quasi alle Bewohner, die das irgendwie, oder alle Zeugen schlussendlich, die das mitbekommen haben, noch ausgelöscht werden. Das Problem ist, dass das einzige Schiff von den dreien, wo die sich drauf gerettet haben, was sozusagen durch die Zeit springen kann, oder in Lichtgeschwindigkeit springen kann, so nach dem Motto, ist eben dieses Militärschiff, und das ist so beschädigt, dass es das leider auch nicht kann. Und dementsprechend müssen halt diese drei Schiffe versuchen, schnell wegzukommen von dem anderen Schiff, um zu so einer Art Station zu kommen, wo diese Sprünge in Zeit und Raum, so nach dem Motto, stationär quasi angeboten werden, um dann eben abzuhauen. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall hatte just an diesem Morgen, wo dieser Angriff dann später passiert, Katie mit Ezra Schluss gemacht. Also sie sind trotzdem miteinander geflohen dann, als es losging, weil sie halt beide in der Schule waren. Aber eigentlich waren sie auseinander und alles ganz böse. Und ja, sie fangen dann langsam an, sich anzunähern über eben E-Mail-Chats, weil was willst du machen, wenn viele deiner Verwandten irgendwie es nicht überlebt haben und du irgendwie zusammen geflohen bist und das gerade ganz frisch erst ist und so. Ja, das war ganz, ganz spannend zu sehen. Und wie gesagt, es kommt immer wieder zu so Protokollen von so E-Mail-Verläufen und was sonst noch ist. Die Katie hat halt ein Talent, dass sie so ein bisschen in der Hacker-Szene ist und dann auch jemanden kennenlernt auf einem, ich weiß gar nicht mehr, ob es auf demselben Schiff oder auf einem anderen Schiff war, ich weiß es wirklich nicht mehr. Auf jeden Fall, es gibt relativ wenig Charaktere, aber halt unter anderem halt einen anderen Hacker oder Codierer, der halt ihr so ein bisschen unter die Arme greift und so ein bisschen auch noch ihre zweite Bezugsperson ist. Und ja, es gibt tatsächlich super viele Geheimnisse, die die Besatzung dieses Militärflugzeugs oder Militärraumschiffs hüten möchte, und da ist Katie halt überhaupt nicht mit einverstanden und versucht halt irgendwie alles rauszufinden. Ja, die Besatzung wird im Grunde über fast alles im Dunkeln gelassen. Ezra wiederum ist ein bisschen konformistischer und wird dann quasi als Kampfpilot ausgebildet, um eben die Bedrohung durch dieses andere Raumschiff dann auszumerzen.
Ich will jetzt auch gar nicht zu doll ins Detail gehen. Also das war jetzt wirklich nur ganz kleiner Einblick. Aber es ist auf jeden Fall, die Aufmachung ist super cool. Ich fand die Erzählweise gut. Ich fand es auch wirklich sehr spannend. Das ist im Grunde halt wie so eine Akte und dann ja, wird halt rückwärts quasi erzählt. Aber man weiß trotzdem nicht, ob die Protagonisten überleben oder nicht. Das ist auch sehr cool, weil es einfach nochmal eine Spannung aufbaut. Und ja, wie gesagt, jede einzelne Seite ist eigentlich voll liebevoll gestaltet und so. Es sieht richtig cool aus. Und ja, es ist einfach ein tolles Erlebnis. Dafür werden Bücher gemacht. Also dieses Buch hätte ich im Leben nicht als Hörbuch hören wollen, weil ich es richtig cool finde einfach. Und gerade auf den letzten paar Seiten gibt es noch so ein ganz wichtiges Dokument, was eigentlich so den Mund wässrig macht auf Band 2, weil es halt so ein riesen Cliffhanger ist. Ich habe dann anschließend auch nochmal geguckt, was so der Handlungsstrang quasi im Band 2 ist, also was im Klappentext steht schlussendlich. Das sollte man wirklich nur machen, wenn man den ersten Band noch nicht gelesen hat. Trotzdem ist es so, dass ein anderer Handlungsort dort ist und andere Protagonisten. Das ist auch wiederum, finde ich persönlich, echt spannend, weil ich damit nicht gerechnet hätte, ob, ja, genau, weil ich damit nicht gerechnet hätte. Ich habe mal gehört, dass der zweite Band jetzt 2018 erscheinen soll, aber ich habe offiziell noch nichts davon gelesen, deswegen frage ich mich, warum ich das gehört habe und wo ich das gehört habe. Aber ja, ich hoffe, das ist wirklich der Fall, weil ich habe richtig Lust darauf. Ich freue mich total drauf und ja, wie gesagt, innerhalb von 2 bis 3 Tagen verschlungen und absolute Leseempfehlung, 5 Sterne. Ich finde das wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Ja, und so schlecht im Grunde der Januar eigentlich gestartet hat mit relativ wenigen, was mich begeistern konnte und sogar einem abgebrochenen Buch, so gut geht es eigentlich weiter im Februar. Und zwar habe ich als nächstes von Kerstin Gier das Wolkenschloss gelesen. Das war auch ein Rezensionshörbuch und zwar leicht über 10 Stunden von der Länge her, also ein ganz normales Hörbuch hätte ich jetzt gesagt von der Länge. Und gelesen von Ilka Teichmüller. Also ich habe sie dann mal gesucht, weil ich sie gar nicht kannte als Sprecherin und habe dann nur gefunden, dass sie irgendwie in einer Serie mitspielt, die Hotel 13 heißt, ist mir unbekannt. Ansonsten hat sie irgendwie 17 Hörbücher bei Audible, aber größtenteils eben Kinderbücher, aber auch zum Beispiel Skyth. Da werde ich sie bald wieder hören, weil ich das jetzt auch neulich als Hörbuch angefordert habe. Und hier steht eben hinten auf dem Wolkenschloss drauf, dass Ilka Teichmüller, die Sprecherin, gleich mit ihrem ersten Hörbuch die Jury der HR2-Bestenliste überzeugt hat und uns sowieso in ihren ausgesprochen warmen, humorvollen Lesungen widmet sie sich Figuren und Geschichten mit sehr viel Herz und macht so aus Kerstin Giers geheimnisvollen Wolkenschloss großes Ohrenkino. Und dem kann ich zustimmen. Also ich fand sie super angenehm. Toll, dass sie sozusagen jetzt mit dieser Geschichte für mich verbunden ist und ja, gerne mehr von ihr. Ich habe bei dem Wolkenschloss, das ist ganz witzig, ich hatte mich gestern mit einer Freundin getroffen, die auch ganz, ganz viel liest und die hat mir davon erzählt, ohne dass ich ihr davon erzählt habe, also mir das quasi empfohlen. Und ich habe gesagt, ja, ich habe das auch jetzt im Februar gehört und ich fand es richtig cool und so. Also es scheint nicht nur mir so zu gehen, das ist einfach so ein super warmherziges Buch irgendwie ist. Also es geht darum, oder es geht um ein alteingesessenes, ehrwürdiges und aber auch ein bisschen abgerocktes Hotel in den Schweizer Bergen, das eben umgangssprachlich das Wolkenschloss genannt wird. Und unsere Protagonistin Fanny ist dort so eine Art, also was heißt so eine Art, sie ist Jahrespraktikantin, macht halt ein ganzes Jahr dort eben Praktikum. Sie hat die Schule abgebrochen, sie weiß nicht so genau, was sie mit ihrem Leben irgendwie anstellen soll und ja, hat dann erstmal das als Übergangslösung quasi gewählt und macht sich aber echt gut. Also ich hatte das Gefühl, dass sie wirklich mit ganz viel Herz rangeht, mit ganz viel oder mit ganz wenig Steifheit im Grunde auch und auch so diese Grenzen zwischen Gast und Angestellten jetzt auch nicht so wahnsinnig groß werden lässt. Also ja, irgendwie schummelt sie sich in alle möglichen Herzen rein. Und genau, also das Hotel hat eben auch seinen ganz eigenen Charme. Also es ist, wie gesagt, ganz alt und man merkt eigentlich, also man hat einen ziemlich krassen Prolog und dann wird das Tempo extrem rausgenommen und ich sag mal so für 3 Viertel des Buches ist man einfach da und man hat irgendwie verschiedene Szenen werden geschildert mit Gästen, was da passiert oder mit anderem Personal. Dann ist sie irgendwie in der Waschküche mit den dicken, ganz alten, mit der Mangel und der Waschmaschine und mit so einem relativ lange schon da seienden ja, Concierge, der wirklich so viel Herz hat und so tolle Ratschläge gibt und bei dem man sich immer irgendwie ausweinen kann und so. Dann wohnen die Bediensteten wohnen alle unterm Dach und haben eigentlich auch eine super schöne Aussicht über ihre Dachfenster und ach, das ist alles irgendwie total zauberhaft einfach. Wie gesagt, es werden viele Situationen einfach nur geschildert, okay, das sind so eine amerikanische Großfamilie, die irgendwie
Also es ist auch ein gehobenes Restaurant, ein gehobenes Hotel, so ein Ölmagnat, der da irgendwie mit seinen 1000 Töchtern und Enkeltöchtern und keine Ahnung was anreist, und die sind halt alle so ein bisschen so, oh, amerikanisch schick und so. Und also, dann gibt es noch irgendwie so einen total verhätschelten Mafiasohn, der Don Burkhardt Junior, der irgendwie, weiß ich nicht, um die 10 Jahre alt ist und aber richtig nervt. Und also es sind alles super schöne Charaktere irgendwie und ganz skurrile Situationen teilweise, mit denen sie da umgehen muss. Und es macht einfach Spaß. Also wie gesagt, diverse Kollegen, Hotelgäste und Locations werden quasi vorgestellt. Und ja, es ist einfach irgendwie charmant und witzig und skurril. Und es sind im Grunde aber eher alltägliche Situationen. Und dann geht die Handlung richtig los. Also ich sag mal, so letztes Drittel, letztes Viertel wird es recht spannend. Und also darauf muss man sich irgendwie einstellen. Ne? Das ist halt schon so, wenn man jetzt extrem auf Spannung und jetzt es soll was passieren, dann ist es vielleicht nicht unbedingt was für einen. Aber wenn man Lust hat auf ein Buch, was recht meditativ, möchte ich mal sagen, anfängt, aber dann zum Schluss wirklich auch, wie gesagt, aufregend ist und spannend ist und nochmal irgendwie so ein Pep bekommt, dann ist man hier genau richtig. Und was ich besonders genossen habe, ist, dass die Fanny wirklich total schlagfertig irgendwie ist. Also die ist zwar noch super jung, aber die ist so witzig in dem, was sie teilweise sagt und was sie so erlebt. Und es macht einfach total Spaß irgendwie. Und die Charaktere sind, wie gesagt, also was heißt relativ wenige? Es sind wenig Hauptcharaktere, aber die sind halt alle super gezeichnet. Sehr facettenreich eigentlich auch. Und das Einzige, was mich ein bisschen, was heißt gestört, aber was ich immer ein bisschen schwierig finde, sind Dreiecksbeziehungen. Und da hat mich halt, also ich war extrem verunsichert, weil halt die Protagonistin irgendwie so gar keine Tendenz erkennen lässt, wen von beiden sie jetzt besser findet. Da weiß man irgendwie als Leser auch nicht so richtig, wo man stehen soll dazu, aber das ist ja im Grunde, macht das Ganze auch nochmal ein bisschen spannender. Und ja, wie gesagt, also von mir gibt es die volle Punktzahl. Ich habe den Aufenthalt im Working Class wirklich sehr genossen und kann das, wie gesagt, von meiner Freundin nur nochmal bestätigen. Die hat das auch als Leseempfehlung an mich weitergegeben. Insofern, tolles Buch. Und hier habe ich noch einen kleinen Ausschnitt aus dem Wolkenschloss für euch, damit ihr euch selber ein Bild machen könnt oder hören könnt, wie ihr Ilka Teichmüller so findet und das Hörbuch so findet. Ich musste nicht in den Spiegel schauen, um zu wissen, dass selbst die Hottentotten bei meinem Anblick tadelnd mit der Zunge geschnalzt hätten. Aber ich hatte Glück. Ich traf unterwegs lediglich die verbotene Katze, die sich vor mir auf den Boden drapierte, um am Bauch gekrault zu werden. Die verbotene Katze hieß so, weil es sie eigentlich gar nicht geben durfte. Haustiere waren im Hotel generell untersagt, aber weil Roman Montfort Katzen hasste, waren Katzen eben ganz besonders verboten. Niemand wusste, woher die verbotene Katze gekommen war. Monsieur Rocher, der Concierge, der alle Geheimnisse des Hotels kannte, behauptete jedenfalls, sie sei schon immer da gewesen. Und so benahm sie sich auch, als gehöre ihr das ganze Haus. Sie selber aber gehörte scheinbar niemandem. In der Küche holte sie sich Futter ab. Und wenn sie Streicheleinheiten brauchte, so wie jetzt, dann suchte sie sich eben jemanden, der sie kraulte. Ansonsten pflegte sie höchst dekorativ auf Fensterbänken, Stufen und Sesseln herumzusitzen oder liegen und sich malerisch ins Ambiente einzufügen. Obwohl sie sich frei durch das Haus bewegte und durchaus exponierte Schlafplätze aufsuchte, hatte Roman Montfort sie merkwürdigerweise noch nie zu Gesicht bekommen. Manchmal, das hatte ich schon mit Staunen beobachtet, verpassten sie sich nur um wenige Sekunden, als ob die verbotene Katze genau wüsste, wann der Hotelbesitzer auftauchen würde und sie geruhsam davonschlendern musste. Als nächstes habe ich ein auch sehr spannendes Buch gelesen, und zwar Aus dem Koma von Sigrid Langer. War auch ein Rezensionsexemplar mit 192 Seiten, recht dünn. Und ja, das habe ich auch wirklich ziemlich schnell durchgesuchtet. Es geht um einen Mann, der nach einer Schussverletzung am Kopf aus dem Koma aufwacht und sich nicht so richtig erinnern kann, was dazu geführt hat, was da passiert ist. Und in der ersten Verwirrung weiß er auch nicht so genau, was von dem, was jetzt hier mir passiert, bilde ich mir hier gerade ein und was nicht, weil da so ganz komische Dinge passieren, wo dann, wo er überzeugt ist, etwas gesehen zu haben oder ein Gespräch geführt zu haben, und dann sagt ihm hinterher wer anders, nee, nee, das kann ja gar nicht sein, aus den und den Gründen. Und er ist halt völlig verwirrt und nicht klar noch im Kopf. Da ist zum Beispiel eine attraktive Frau, die sich halt um ihn kümmert, aber ist das wirklich seine Freundin oder nicht? Und warum wird er verfolgt? Bildet er sich das auch nur ein, dass er verfolgt wird? Und was hat er eigentlich mit diesem Mord zu tun, zu dem ihn eigentlich so ein Polizeiermittler befragen möchte?
In den Schreibstil muss ich erstmal wieder reinfinden, vor allen Dingen auch nach dem Wolkenschloss, weil das wirklich sehr kurze Sätze sind, null Shishi, keine Ausschmückung, sehr ja, straightforward, wie man auf Englisch sagen würde, also wirklich sehr geradeaus. Die erste Hälfte war wirklich, oder die erste Hälfte bis vielleicht sogar zwei Drittel, war wirklich super spannend, weil man einfach, man ja, blickt im Grunde selber gar nicht durch, genauso wie der Erzähler. Auch ein bisschen verwirrend, weil eben, wie gesagt, man nicht genau wusste, okay, was ist jetzt, was stimmt jetzt wirklich und was nicht. Danach gibt es fast schon wie so eine Art, ja, harten Schnitt irgendwie. Also der Erzähler erinnert sich dann auf einmal wieder einwandfrei so. Das war ein bisschen irritierend für mich und hat irgendwie auch so ein bisschen von der Stimmung vom ersten Teil oder den ersten zwei Drittel abgewichen. Da war ja eine bestimmte Stimmung irgendwie aufgebaut worden und dann habe ich das als relativ harten Einschnitt irgendwie erlebt. War aber trotzdem super spannend, weil es dann einfach ab dem Zeitpunkt nochmal aufgelöst wurde schlussendlich. Die Auflösung war auch super plausibel und dementsprechend eigentlich ein schönes kleines Buch für Leute, die gerne miträtseln. Ich würde dem Ganzen 4 Sterne geben. Und als letztes Buch habe ich noch ein weiteres Rezensionsexemplar und zwar ein Hörspiel gehört. Oh, endlich mal wieder. Ich habe mich richtig gefreut. Das putzelt auch immer, ich verfolge das nicht, es putzelt immer überraschend in meinen Postkasten. Und das ist Heliosphäre 2265, die Folge Nummer 9. Die nennt sich Entscheidung bei Nova. Und es sind 68 Minuten Hörvergnügen mit diversen recht bekannten Sprechern. Zum Beispiel Manja Döring, die spricht sonst auch Natalie Portman oder Reese Witherspoon. Vanja Gerig, das ist zum Beispiel die Synchronstimme von Hayden Christensen. Also als Normalo kennt man wahrscheinlich die Namen nicht unbedingt, aber man erkennt die Stimmen, wenn man sie hört, bin ich der Meinung. Ja, das war mal wieder auch super spannend. Wie gesagt, mit knapp 70 Minuten auch nicht wahnsinnig lang. Das habe ich also super schnell durchgesuchtet. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich sogar die Folge davor nochmal Revue passieren lassen, weil ich die irgendwann im Frühjahr, Mai, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, des letzten Jahres gehört habe und mir wirklich nicht mehr eingefallen ist, wo knüpfen wir jetzt eigentlich an? Hat aber richtig viel Spaß gemacht, auch die nochmal zu hören und hat auch mir wirklich weitergeholfen, um das alles ein bisschen besser einordnen zu können. Das ist auf jeden Fall eine Folge, die ja sehr actionreich ist. Es findet eine Art Kampf oder Schlacht statt und im Grunde ist es so, dass die Besatzung der Heliosphäre gegen den Diktator auf der Erde kämpft. Und ja, die Hyperion selbst war ja irgendwie beschädigt, die ist jetzt in den letzten Zügen der Sanierung oder Reparatur und Admiral Pendergast übernimmt mit ihrem Schiff jetzt einen halsbrecherischen Schlag gegen die Nova-Station. Ja, genau, und dann ist die große Frage, ob die Rebellen das wirklich schaffen, halt diese Killchips unschädlich zu machen. Und dann auch noch mit dem Leben davon zu kommen. Und das war, wie gesagt, super spannend. Es war top gesprochen. Ja, es gab wieder einige Rätsel, die im Grunde auch über diese Folge wiederum hinausgehen, also die aufgeworfen werden und noch nicht gelöst wurden. Andere, die aus anderen noch offen waren und die gelöst wurden. Zum Beispiel die wahre Identität eines Crewmitglieds wurde gelüftet. Das fand ich ganz cool. Und ja, Captain Cross kriegt eine Liebhaberin und irgendwie eine menschlichere Seite dadurch, was mir auch richtig gut gefallen hat. Alles in allem eine super Leseempfehlung, hat mir gut gefallen, 5 Sterne, tolle Serie, genau. Und wahrscheinlich hängt es euch schon aus dem Hals, aber ich glaube, wenn ich hier einen kleinen Ausschnitt wählen muss, damit ich euch nicht spoilere, werde ich wahrscheinlich auch wieder das Intro euch einmal anspielen. Ich finde, es ist einfach sehr atmosphärisch und gibt einem irgendwie mir immer Gänsehaut. Ich mag diese Musik super gerne. Ja, und vielleicht macht es euch auch Lust, mal wieder in das Thema Hörspiel reinzugucken und mal zu überlegen, ob ihr da vielleicht ein paar Sachen hören wollt. Ja, macht einfach nur Spaß. Am 1. November 2265 übernimmt Captain Jayden Cross das Kommando über den Interlink-Kreuzer Hyperion. Ausgerüstet mit einem neuartigen Antrieb und der besten Waffentechnik wird die Hyperion an Brennpunkten der Solaren Union eingesetzt. Für Captain Cross und seine Crew geht es dabei immer wieder um Leben und Tod.
das war es auch schon wieder mit meinem Lesemonat Februar. Es ging jetzt irgendwie doch schneller vorbei, als ich gedacht habe. Aber ich bin ganz stolz, dass ich so viele tolle Rezensionsexemplare gelesen habe. Ihr wisst ja, dass mein großes Ziel dieses Jahr ist, wirklich die Rezensionsexemplare im Grunde abzubauen bis Ende des Jahres. Und da bin ich einen großen Schritt weitergekommen und bin auch jetzt schon wieder fleißig am Weiterlesen und hoffe, dass ihr einen ganz tollen März-Lesemonat habt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch gerne mal auf der Facebook-Seite schreiben oder auch hier auf dem Blog in den Kommentaren schreiben, was ihr so gelesen habt, oder meinetwegen auch gerne den Beitrag verlinken, falls ihr das in irgendeiner Form geteilt habt auf einem Blog oder auf Lovely Books oder so. Da würde ich mich sehr freuen und gerne mal reinhören, durchlesen und so weiter und so fort. Also bis nächstes Mal. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuecherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buecherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.